Ich erwarte halt einfach mal eine natürliche Nacht. Einfach deshalb, weil es sehr selten ist, dass man dann ganzheitlich die Beleuchtung abschaltet. Das ist schon eine spannende Sache, ne? Einmal den Zauber des Sternenhimmels einfangen. Dazu haben sie sich an diesem Abend verabredet. Die Freunde der Nacht um Sabine Frank. Die Mitarbeiterin des Biosphärenreservats ist unterwegs, um in der Rhön die Nacht zu retten. Mit einer ganz besonderen Aktion. Wir haben ja auch dann jetzt Mondnächte und deswegen sollte das Hellste vielleicht tatsächlich das Sternenlicht sein. Und ich hoffe, dass die Bürger auch mal ihren Ort mal ganz anders wahrnehmen, als es sonst gewohnt sind. Es geht nach Fladungen. Eine von 30 Rhön-Gemeinden, die in der kommenden Nacht ihre Lichter ausschalten wollen. Als Zeichen gegen die Lichtverschmutzung. Seit 7 Jahren arbeitet Sabine Frank dort schon mit, das nächtliche Kunstlicht zu reduzieren. Das war damals auch nicht ganz so einfach, dass man halt so ein Modul findet, ein LED-Modul, was in das Lampendach hineinkommt. Und dadurch hat man halt gerichtetes Licht. Und das ist ein Riesenunterschied. Nun geht es darum, die Premierennacht mit Bürgermeister Michael Schnupp und dem Bauhofleiter vorzubereiten. Vielleicht, so Sabine Franks Idee, lassen sich die dunklen Nächte dann künftig sogar wiederholen. Wir haben gerade schon mal geschaut, ob es alles so klappt, wie wir es vorhaben, dass wir mit 1-2 Sicherungen hier schon mal alles auskriegen. Und dann werden wir den Rest im Anschluss machen. Das muss man jetzt einfach mal abwarten, wie die Leute reagieren. Und natürlich muss man gucken, in welcher Jahreszeit man das vielleicht, wenn man dann länger macht. Weil im Winter ist natürlich, wenn es um 5, 6 Uhr dunkel wird, eine andere Geschichte wie jetzt im Sommer, wo man im Prinzip bis 22 Uhr taghell hat. Fladungen ist Mitglied des Rhöner Sternenparks und hat sich zu strengen Beleuchtungsrichtlinien selbst verpflichtet. Dazu werden vor allem die grellkalten Weißlichtleuchten Stück für Stück umgerüstet. Zum Schutz der Natur und Einsparen von Energie. Im Bereich der Schule haben wir jetzt auch neue Lampen gemacht, allerdings mit Dämmerungsschalter, wo wir da schon angepasst haben, wo man einfach Licht braucht. Gerade die Kindergärtnerin, Lehrerin, die dann abends rausgehen aus der Schule, die wollen natürlich auf dem Weg zum Parkplatz Licht haben. Das ist dann natürlich schon nötig. Also ganz abschalten kann man es halt nicht. Bei uns ist nachts Abend nichts los. Also, demzufolge können die Lichter auch ausbleiben. Ich bin kein Sternenguckerin, das nicht. Für Sabine Frank, die Koordinatorin des Rhöner Sternenparks, geht es derweil weiter. Hallo Männer. Servus. Hallo Simon. Zusammen mit Simon Manger vom befreundeten Sternenparkverein und dem Astronomen Andreas Händel will sie die kommenden beiden Nächte fotografisch dokumentieren. Da sehen wir, dass Rathaus im Augenblick noch ziemlich hell ist. Und wir sehen so einzelne Leuchten. Das sind vor allem so Peitschenleuchten mit Leuchtstoffröhren, die nicht sehr gut abgeschirmt sind. Ne? Und ich glaube, dieses ganze Licht immer mehr, das hat sich einfach so eingeschlichen. War ja auch mal der Nachtstrom mal übrig und so. Ja, ja. Aber wir sind jetzt einfach in anderen Zeiten angekommen. Und vielleicht können wir überzeugen mit unserer Aktion. Und wenn die Menschen auch wieder mehr den Sternenhimmel zu lieben lernen und auch wissen, wie viel Getier nachts einfach auf Dunkelheit angewiesen ist, dann ist vielleicht die Straßenbeleuchtung gar nicht mehr so wichtig, weil man nämlich sowieso auf dem Sofa sitzt und im Fernsehen guckt. So. Was die Dokumentaristen interessiert, ist festzuhalten, wo und wie viel Kunstlicht es in der Rhön eigentlich noch gibt. Ja, also wenn man sich das Foto mal anguckt, dann sieht man ganz klar, dass das Rathaus bzw. die Kirche auch schon mal ganz gut bei raussticht. Und das fotografiere ich jetzt einfach nochmal im Detail. Ich habe mir Koordinaten rausgeschrieben und die Koordinaten, die fahre ich dann jedes Mal exakt dann wieder an, sodass ich dann die gleiche Perspektive dann habe auf die jeweilige Ortschaft. Denn die Rhön ist eine der wenigen Regionen, in denen die natürliche dunkle Nachtlandschaft noch unmittelbar erlebbar ist. Speziell außerhalb der kleinen verstreuten Ortschaften. Das wollen die Sternenparkfreunde und die beteiligten Gemeinden künftig noch stärker bewahren. Es gibt eben Berichte, dass man zum Beispiel das Zodiakallicht vor 100 Jahren in Deutschland außerhalb der Städte überall noch sehen konnte. Augenblick, also finde es schon mal grandios, dass man es überhaupt hier im Sternenpark schon sehen kann. Na, aber dass man das eben nur noch in wenigen Gebieten sehen kann, wenigen dunklen Gebieten, zeigt eigentlich, wie stark eben diese Lichtverschmutzung eben in diesen 100 Jahren einfach schon zugenommen hat.
Auf Satellitenkarten ist der im Biosphärenreservat erreichte Rückgang an künstlichen Lichtquellen schon deutlich zu sehen. Erscheinungen wie das Zodiakallicht über dem Horizont lassen sich nur abseits der künstlichen Lichtquellen überhaupt wahrnehmen. Am nächsten Abend dann der Moment der Wahrheit. Hallo, Herr Schnupp. Die Zeit des Abschaltens ist da. Sie sind ja schon voll am Werk. Ja, ich habe schon mal aufgeschlossen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ausschalten. Möchten Sie oder soll ich? Darf ich? Ja, wirklich? Okay, ja. Welcher ist das jetzt? Einfach den Schalter hier nach unten. Nur der eine? Nur der eine. Okay. Dann ist alles aus. Ganz leicht, wenn es immer so leicht wäre. Genau, jetzt ist schon alles aus. Okay, wunderbar. Ich bin mal gespannt, ob es überhaupt jemand merkt. Wird auf den Fotos, die die Sternenparkfreunde heute bis zur Morgendämmerung schießen wollen, tatsächlich ein Unterschied bemerkbar sein? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, ja. Wow, das Licht ist echt aus. Hey, yes. Ist alles duster. Ja, nicht ganz. Das ist ja klar. Ja, oh. Schon eindrucksvoll gegenüber von anderen Nächten. Und guck mal, wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben jetzt 10 Uhr und eigentlich ist es noch hell genug, ne? Obwohl es noch gar nicht richtig Nacht ist, kann man die Differenz zum Vortag schon deutlich sehen. Das Licht, was manchmal auf der Straße ist, wird kein Mensch in seiner Wohnung ertragen können. Ja. Und so sieht es ja eigentlich ganz beschaulich aus, ne? Ja. Zeit für das erste Vergleichsfoto. Einmal mit und einmal fast ohne öffentliches Kunstlicht. Das ist, finde ich, total beeindruckend. Also ich finde es auch ästhetisch. Also dass man halt noch so ein bisschen Licht aus den Fenstern sieht. Es fährt mal ein Auto vorbei. Ab und zu geht man Hoflicht an. Aber ich finde, der Ort sieht irgendwie heimeliger aus. Schön. Ein Stück weiter hat sich auch der Bürgermeister an diesem Abend in der Dunkelheit verabredet. Ich habe gerade eine Sternenschnuppe gesehen. Ich muss mir gerade was wünschen. Und man sieht keine beleuchtete Industriegebäude. Nee, das ist natürlich auch schön. Das ist einfach idyllisch. Mediterran. Mediterran. Ja, genau. Mediterran. Meditativ. Aber es tut gut mal das Dunkle auch, weil vor allen Dingen man sieht den Himmel besser. Ist auch mal ein ganz anderer Blick jetzt auf die Stadt, wie wenn es jetzt beleuchtet ist. Also es wirkt mal ganz anders. Ist mal überraschend, wie es dann ausschaut. Kaum grell kaltweiß leuchtende Lampen, die den Nachthimmel überstrahlen. Hier waren wir ungefähr gestanden. Simon Manger ist derweil schon unterwegs auf den Hügeln über Ostheim. Noch 12 andere bayerische Sternenparkgemeinden will er bis zur Morgendämmerung fotografieren. Jetzt muss ich mal gucken mit der Aufnahme von gestern, dass ich mir die Parameter nochmal angucke und dass ich die dann bei der jetzigen Aufnahme auch wieder übernehme. Ne, hier mit 48 mm Brennweite bei ISO 200. Und das übernehme ich jetzt einfach. Gleicher Standort, gleiche Belichtung. Der Unterschied ist frappierend. Parallel dazu hält Andreas Hähnl fest, welche einzigartigen Blicke die ungewohnte Dunkelheit auf das Himmelszelt gewährt. So, wir haben jetzt hier einen Blick gen Süden, sehen hier sogar schon die Milchstraße. Zum anderen haben wir natürlich hier am Horizont noch ein paar Wolken und da sehen wir eben, wie die Lichterglocken von den fernen Städten, die hier vielleicht 20, 30 Kilometer entfernt sind, doch nach oben streuen. Aber was wir hier sehen können, ist schon wirklich beeindruckend, dass man also hier das Milchstraßenzentrum sehen kann, das Sternbild Schütze, hier drüben Teile vom Skorpion, das ist also schon fantastisch. Noch spektakulärer wird es kurz nach 12. Der Mond geht auf. So eine natürliche Nacht habe ich, glaube ich, in der Rhön noch nicht erlebt. Und ich kenne den Sternenhimmel ja ziemlich gut. Und ich habe jetzt auch echt Sterne gesehen, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ich finde, das sieht richtig magisch aus. Vielleicht fühlt sich auch die eine oder andere Gemeinde auch mal befreit vom Lichtwahn. Insgesamt 30 Gemeinden der bayerischen, hessischen und thüringischen Rhön haben sich länderübergreifend an der Premierennacht beteiligt.
Nächstes Jahr, so hofft Sabine Frank, werden es noch deutlich mehr sein. Vielleicht sogar ein ganzes Wochenende lang.